fordern konkret einen Gesetzesentwurf, der nicht nur kompatibel mit dem Pariser Klimaabkommen ist, sondern auch die Weichen für eine klimagerechte Zukunft stellt. Und weil wir hören, was uns die Wissenschaft seit Jahren sagt, und die sagt uns klar, dass das von unserer Bundesregierung entworfene Gesetz zum Kohleausstieg nicht reicht. Eben dieser Gesetzentwurf hinkt stark und hat gleich mehrere Defizite. Und dieses Gesetz, was jetzt am Freitag durch den Bundestag soll, bleibt sogar hinter den Empfehlungen dieser Kohlekommission zurück. Wissenschaftliche Studien belegen, dass ein Kohleausstieg bis 2030 nicht nur möglich, sondern wirtschaftlich gesehen auch sehr realistisch ist. Wir wissen alle, das sagen auch die Mitglieder der Kohlekommission, dass die Vorschläge und Empfehlungen der Kohlekommission nicht für das Pariser Klimaschutzziel ausreichen. Und die Bundesregierung bleibt sogar hinter diesen Vorschlägen zurück. Die Bundesregierung versagt auf ganzer Linie beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien sind nicht nur viel zukunftsfähiger, sondern auch viel wettbewerbsfähiger als fossile Energien. Unser Staat hat die Prämien für die Steinkohlekonzerne sogar um mehrere Millionen nach oben korrigiert. Für die Stilllegung der Braunkohle stellt die Regierung 4,35 Milliarden Euro für die Unternehmen LEAG und RWE bereit, die aber in Anbetracht des Wertverfalls der Braunkohle in keinem Verhältnis stehen. Die Kohleindustrie ist heute schon so unwirtschaftlich, dass letztes Jahr 90% der deutschen Kohlekraftwerke ihre Kosten nicht aus eigener Kraft decken konnten. Damit haben wir Mehremissionen von mindestens 30 Millionen Tonnen. Im schlimmsten Fall bis 2038 120 Millionen Tonnen. Doch führen wir uns doch mal vor Augen, in welcher Situation wir uns befinden. In den letzten 38 Jahren hat die CDU 31 Jahre die Regierung gestellt, die restlichen die SPD. Und seit 2013 stellen nun auch beide dieser Parteien die Regierung. Und obwohl sie seit Jahren die Klimakatastrophe bei wiederholten Konferenzen und Ausschüssen vor Augen geführt bekommen haben, wirken sie nun überrascht, dass die Uhr von 5 vor 12 endlich Mitternacht erreicht hat und sie nun konsequent handeln müssen. Bei ihren halbherzigen Anstrengungen stellen sie dann die Prioritäten komplett auf den Kopf. Das ist nicht in Ordnung und man beruft sich sogar noch auf den gesellschaftlichen Konsens. Habt ihr schon mal was vom Pariser Klimaabkommen gehört? Und habt ihr schon mal was von Klimagerechtigkeit gehört? Und wir bezahlen dafür, dass Wälder gerodet werden und Löcher gebuddelt werden, die keiner buddeln will, dass Kohle gefördert wird, die keiner kaufen will, dessen Feinstaubbelastung in Europa jedes Jahr ein Fußballstadion an Menschen frühzeitig sterben lässt und bei dessen Verbrennung auch noch Abermillionen Tonnen CO2 in die Luft geballert werden. In Betracht der Klimakatastrophe und in einer Zeit, in der immer mehr Europäer ihr Vertrauen in die Demokratie verlieren, entscheidet der Staat in geheimen Gremien hinter geschlossenen Türen über die Zukunft der Erde. Und dafür ist es so wichtig, dass jeder einzelne von euch heute hier steht, dass wir immer weiter hier stehen und dass wir immer wieder uns vor Augen führen, was das bedeutet, was dieses Jahr schon passiert ist aufgrund der Klimakrise und wie es immer weitergeht. Wir müssen weitermachen und zeigen, wofür wir stehen. Danke. Wehrt euch, leiste Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Wehrt euch. Leiste Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Wehrt euch, leiste Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Wehrt euch, leiste Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden.